Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 DE Prios. Ja, wir sind gerade vor der Grotte bei dem NPC, den ich nicht aussprechen kann. Was ich aber jetzt gerade in Sonny Vegas auch nicht lesen kann. Ich habe keine Ahnung, wie der gerade heißt. Aber wir geben die Bio ab. Die hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Natürlich mit, hier, wie heißt das? Wie heißt das Wasser für einen Biologen? So, das Biologenzeug da, damit er besser klappt. Im Endeffekt habe ich dann nicht wirklich viele gebraucht und ich habe einfach mal alle Versuche aufgenommen und ja, dementsprechend habe ich dann dieses Video draus gemacht, beziehungsweise diesen Teil des Videos. Gleich habe ich dann noch was anderes aufgenommen und so weiter, aber ja, ich habe einfach mal alle Versuche aufgenommen. Das mache ich auch so bei P-Skills lesen und so weiter und dann habt ihr mal so eine Übersicht, wie viele man davon braucht. Eigentlich hatte ich vor, bei Vasopilami ohne abzugeben, ohne Elixier, genau, und bei X-Fossi mit, aber X-Fossi, da klappen die Notizen einfach 0,0 und dann habe ich mich dazu entschlossen, komm, der muss mal fertig werden, der Sucher. Und ja, dementsprechend habe ich das dann hier relativ zügig abgegeben. Ich habe jetzt noch einen kleinen Live-Part aufgenommen. Den gönne ich euch jetzt natürlich. Also bis gleich. So, meine lieben Freunde, wir geben jetzt einfach mal den letzten Juwel ab von der 92er Bio. Ich hoffe zumindest, dass es das letzte ist. Komm schon, Junge. Okay, das war gut. Was nehmen wir denn? Verteidigungspunkte, oder? Aber ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen Angst, mich zu verklicken. Okay, wir nehmen natürlich Angriffswerte. Das ist dann ganz, ganz wichtig. Dann später für einen Razzador, ne? Also das dürfte jetzt schon einen kleinen Damage-Unterschied machen. Wird das da angezeigt? Jo, aber haben wir vorher gar nicht drauf geguckt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dumm von mir. Aber wir haben die erste Bio fertig. Das ist schon mal ein richtiger und wichtiger Meilenstein. Und ja, jetzt müsste ich noch die 94er-Dinger farmen. Aber das werdet ihr gleich sehen. Bis gleich. Wir sind mal wieder auf Queenie drauf. Wir haben ja im letzten Part die goldene Kleidung plus 9 gehabt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ist das letzte Video. Und ja, dementsprechend müsste jetzt noch ein bisschen was getan werden. Ich habe jetzt hier mal 20 Switcher vorbereitet und ich habe schon positiv festgestellt, ich habe jetzt nicht die ganzen TP-Sachen an, aber jetzt habe ich zum Beispiel 17,7. Hier ist keine TP drauf auf der Rüstung. Und wenn ich jetzt die Rüstung anziehe mit 1 KTP, ne? Ach ja, die Rüstung. Ja, nur 1 KTP sind nur 100 TP mehr. Also die 10% TP, die bringen es sehr stark. Dementsprechend wollen wir da natürlich auch nochmal TP drauf bekommen. Das ist dann natürlich nochmal interessanter. Aber bevor wir anfangen zu switchen, hier noch eine kurze Abstimmung. Das heißt, oben rechts findet ihr jetzt wieder das i, wo ihr abstimmen könnt. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich habe noch andere Baustellen, die wir so uppen können und so weiter. Hier ist mein Dämonenfächer, den man noch uppen könnte und dann halt nochmal uppen könnte zum Drachenfächer plus 9. Der hat 10 Halbmenschen, 10 Crit, 5 dB, 5 Verlangsamen. Halt echt nice Boni, aber das ist halt so ein Fächer, der will einfach nicht plus 9. Der war locker 40 mal plus 8. Selbst Nikola hat da mal drauf geabt und so, als er Langeweile hatte, hat er es auch nicht hinbekommen. Oder aber meine Phoenix-Schuhe mit 2 KTP, 10 Crit, 5 Ohnmacht, die könnte man dann zu Quilin-Schuhen weiter abben und so weiter. Das würde sich auch lohnen. Also ihr könnt jetzt da abstimmen, was wollt ihr demnächst sehen. Falls euch wundert, warum ich so viele Verlobis und so habe, der liebe Cell hat noch ein paar Prios-Sachen gehabt und die hat er mir dann zugesteckt, unter anderem sowas hier, ne? Sowas hier. Und was hat er mir noch? Irgendwas? Ah ja. Der exzellente Diamant, Alter. Ja, moin. Und nur magischer Angriffswert drauf. Das ist dann natürlich bitter, ne? Das ist so bitter. Ja, ich will das aber jetzt nicht irgendwie direkt verhökern oder so. Keine Ahnung, bei Cell weiß man nie. Vielleicht hat er doch noch irgendwann mal Bock.
und dann sind die Sachen weg. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal ein bisschen ruhen und dann schauen wir mal weiter. So, wir haben jetzt 20 Switcher. Das ist gar nicht mal so wenig. Aber ich habe mir gedacht, wir wollen ja was Vernünftiges drauf bekommen. Dementsprechend brauchen wir auch ein paar Switcher. Und wir fangen jetzt einfach mal an. 500 TP, das ist schon echt scheiße. Dann haben wir gar keine TP, 10 Blitz, 10 Feuer. Also ich will auf jeden Fall PvP-Boni bekommen. Ne? Wenn jetzt da PvM-Boni draufkommen sollten, dann schauen wir mal weiter. Aber so in der Regel, PvP wäre mir lieber. Wäre mir definitiv lieber. Ja, das ist auch 10 Blitz, 15 Fächer, das ist halt so 1k TP, 10 MP Absorb, das ist auch gar keine TP, 15 Zweihand, 4 Schwert, das ist auch nicht wirklich geil. Ich krieg keine TP drauf. 10 Feuer, 15 Fächer, 10 Wind, das ist halt 50 Angriffswert, ja nice. Nice. 10 Wind, 10 Feuer, 10 Fächer, 10 Zweihand, 3 TP Absorb, 15 Krallen, 10 Glocken, na das ist 1,5 TP, 10 Nahkampf reflektieren, 10% TP Absorb, 5 MP Absorb, das ist auch nichts wirklich Starkes. Also so 10 TP Absorb, TP, das kriegen wir schon drauf. Ja, also da können wir auch weiter switchen. 10 TP Absorb, nee. 2k TP, 10 Glocken, Alter Falter. So, kommen jetzt mal was Vernünftiges. 1k TP, 20 Zauber, 10 Feuerwiderstand, das ist halt auch nicht wirklich geil. Das brauchen wir gar nicht angucken, da ist keine TP bei. 15 Angriffswert, 15 Feuerwiderstand. Ah, nee. Nee. So. Übrigens, mein Sucher braucht nur noch ein bisschen Damage, so beim Aushalten, beim Razzador. So Feuerwiderstand ist ja jetzt auch wirklich aktiv beim Razzador. Und ich glaube, ich habe mindestens 30 Feuerdiff für den. Aber wenn das Max-Boni ist, hätte ich das gelassen jetzt. 15 Zweihand, 6 Schwert, 6 Krallen, 500 TP. Das ist halt, naja, letzter Switcher. Keine TP. Alter Falter. Komm, ich hol mir noch ein paar Switcher, bis gleich. So, da bin ich wieder. 12 Switcher, danach muss auch echt gut sein, so. 1k TP, 15 Schwert. Das ist Arsch. Das ist komplett Arsch. Das lohnt sich nicht mehr vorzulesen. Das ist noch Arscher. Geile Steigerung, ne? 6 Zweihand, 10 Pfeil. Das ist halt. Komm schon, gib mir mal was Vernünftiges hier. Gib mir mal was Vernünftiges hier. 10 Krallen, 6 Dolch. Na? Komm schon. Ich hab was vergessen. So, dann schauen wir mal hier. Jetzt kommt was Gutes drauf. 15 Zweihand, 15 Glocken, 6 Krallen, 1,5 TP. Können wir so lassen, wa? Aber immerhin schon mal zwei gute Sachen. 6 Fächer, 6 Feuerwiderstand, 1,5 TP, 10 Blitz, 5 MP. Also, das ist halt. Nee. Das brauche ich gar nicht vorlesen. 10 Wind. Alter Fall. Ey, da kann doch nicht sein, dass wir hier nur Grütze bekommen. 15 Feuerwiderstand, keine TP. Letzter Switcher, komm schon. Hau mal raus. 2k TP, 50 Angriffswert. Ach, schade, wären das TP absorbt gewesen, das wäre echt geil gewesen. Aber, leider nicht. Einfach 2k TP, 6 Zweihand, 10 Schwert, 10 MP Absorb. Das ist halt. Eben hatten wir. Ja, es sind eigentlich genau 2k TP hier mehr, ne? Ja.
Was ich mich gefragt hatte, ich weiß nicht, ob jemand von euch da schon Erfahrungen hat, ansonsten muss ich das halt mal selber testen. Blitzwurf ist noch beim Alten, Int Dex, aber hier zum Beispiel Blitzkralle und Blitzheraufbeschwören ist ja jetzt Int und STR, also dass das steigert. Ist halt jetzt die Frage, lohnt es sich tatsächlich beim Status dann STR-Punkte zu skillen statt Dex? Oder meint ihr, Dex ist ja allgemein so für Fertigkeiten ganz okay, sag ich mal. Ich weiß nicht, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. So, noch kurz eine nachgesprochene Abmodi. Das war's dann für dieses Video. Würde mich freuen, wenn ihr das Video bewertet oder einen Kommentar schreibt. Oder und? Ja, alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.